Hallo Leute, draußen ist ein Wanderer. Ich habe heute mal was Besonderes für euch. Ich könnte euch auch wieder ganz hässliche Dinge erzählen. Mache ich vielleicht in einem anderen Video auch noch. Aber in diesem nehme ich mal was Positives und was Interessantes, was mal ein bisschen abseits der Norm ist. Und zwar habe ich eine Buchvorstellung und auch eine Buchempfehlung für euch. Es ist so, dass ich mit meiner Tochter natürlich Bücher lese, sehr gerne, und wir haben eine Buchreihe entdeckt. Die ist von Conor Boyback. Die nennt es die Tattelzwillinge. Das ist schon tatsächlich libertär angehaucht, sozusagen. Österreichische Schule und so. Und das erklärt aber ganz oder relativ unideologisch, aber sachlich und einfach und kindgerecht wichtige Dinge der Wirtschaft zum Beispiel. Ja, es gibt ein Buch, da erklären sie, wie ein Bleistift entsteht und wie kompliziert es eigentlich ist, die wirtschaftlichen Verflechtungen. Es gibt eine Geschichte, da geht es um die FED, und das wird Kindern einfach kindgerecht und logisch erklärt. Immer mit einer schönen Geschichte mit den beiden Tattelzwillingen und ihren Verwandten und Freunden und so. Und man stellt dann auch immer eigentlich ja irgendwelche berühmten Personen vor. Das ist dann hinten drin. Ja, also in dem Fall, ich zeige das mal, ist es hier, und ich kriege auch nichts dafür. Ich mache es einfach, weil ich es cool finde. Haben wir hier ne, dann eine Seite über Hayek zum Beispiel. Ja, österreichische Schule der Nationalökonomie. Hinten sind auch dann der Zeichner und so und der Autor dargestellt. Und ja, es sind, wie Seiten sind es denn? Über 55 Seiten. Es sind, ne, schöne Illustrationen drin sozusagen. Also spannende Themen hier. Komme ich gleich drauf. Ne? Und ja, es ist, finde ich, schön gestaltet. Und aber es ist eben mehr als ein Bilderbuch für Kinder, weil es wirklich wichtige Themen denen einfach beibringt. Hier geht gleich mit der Widmung los. Und in dem Bereich geht es eben um Surfdom in dem Fall. Surfdom ist ja eine neue, ja, Strandlocation, wie man so sagt heute. Und es geht in dem Buch darum, dass die Zwillinge immer nach La Playa fahren, einem ihren Lieblingsstrand, und dann stellen die auf einmal fest, Mensch, das ist alles verwaist und die Geschäfte schließen und es sind kaum noch Leute da. Und dann fragen sie sich, was ist denn passiert? Und dann haben die einen Verwandten, der ist Reporter, und mit dem zusammen versuchen sie dann diese Zusammenhänge aufzufinden sozusagen. Dann merken sie, okay, es ist eine neue Straße gebaut, weil der Staat hat eine neue Straße geplant, und an einer anderen Stelle gibt es Surfdom, also so ein riesiger, ja, sag ich mal negativ, so ein Surferparadies, Moloch mit großen Hotels und Einkaufspassagen und so, wo ich jetzt nicht so drauf stehen würde, und mit der neuen Straße. Und es gibt eben ganz viele Dinge, also dann wird in dem Bereich auch Enteignung erklärt und was sind sozusagen negative Wirkungen, die man eben nicht bedacht hat. Und dann geht man eben für die Kinder ganz einfach darauf ein, was ist eigentlich Planwirtschaft? Ja, dass wenige Leute glauben, für die Mehrheit sozusagen zu wissen, was gut für sie ist, das zu planen, aber dann überhaupt nicht antizipieren können, weil sie auch Menschen sind, was die negativen Folgen davon sind. Und dann im Bereich sozusagen dieses Buches, dieser Geschichte, geht es dann eben um Planwirtschaft sozusagen und vor allem dann auch um Individualismus und Kollektivismus. Und das ist eine super, super wichtige Sache, die ich in meinen Unterrichten oft mache für Erwachsene, aber das wird hier auf eine spielerische Art und Weise Kindern beigebracht. Und das ist auch gut so, dass Kinder schon diese einfachen Dinge verstehen. Ja? Ich habe meiner Tochter dann auch erklärt, guck mal, das Individuum weiß, was für sich selbst gut ist, und der Staat oder eine ja, Minderheit von Leuten wollen das für alle planen und glauben zu wissen, was für die am besten ist. Das habe ich natürlich mit der Lage jetzt auch verknüpft. Ich habe es auch mit dem Grundgesetz bei uns verknüpft und habe eben gesagt, guck mal, was für dich am besten ist, weißt eigentlich, wenn du nicht gerade irgendwie dumm bist oder so, das weißt du ja für dich wahrscheinlich am besten, was für dich am besten ist. Ne? Und habe das eben auch mit der Lage jetzt verknüpft, habe gesagt, guck mal, ne, du willst so eine Maske tragen? Nee, siehst du weißt, was für dich gut ist. Und du möchtest das nicht, aber du wirst gezwungen gegen deinen Willen. Das ist eben das Kollektivistische. Ne? Und das Individualistische wäre eben die Freiheit des Einzelnen. Und ich habe gesagt, das ist
das Prinzip des Grundgesetzes bei uns, habe ihr von Artikel 1 erzählt, ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil eben am Individuum angesetzt wird und nicht bei dem großen Kollektiv, wo eine Minderheit sagt, für das große Kollektiv übernehmen wir jetzt mal die Planung und dann läuft's. Also das Ding ist von 2019, das Buch, und man könnte fast sagen, es ist ein bisschen prophetisch, aber nein, ist es eigentlich nicht. Es erklärt einfach planwirtschaftliche Nachteile und wenn man, also ich habe mich erwischt, wenn ich das lese, dass ich mich ertappe, wie ich sofort ganz viele Dinge aus diesem Buch auf die Situation jetzt übertragen kann. Ja? Und ich glaube, deshalb ist es für Kinder auch gut, dass Kinder einen geschulten und geschärften Geist haben und es verstehen. Und ich habe meine Tochter auch, dann habe ich ihr das vorgelesen mit Individualismus und Kollektivismus, habe sie gefragt, und was meinen Sie, was haben wir jetzt? Und sie hat wirklich auf Kollektivismus gezeigt. Das heißt, sie hat es verstanden, sozusagen, was hier passiert. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass unsere Kinder einen starken Geist haben. Sie werden an jeder Stelle gebrainwashed, ja, weil auch alle daran glauben, auch die Lehrer, wahrscheinlich sind sie gutgläubig. Das ganze System stinkt. Das wird von oben nach unten runtergegeben. Den Kindern wird überall das Gleiche erzählt. Überall, in Vereinen, in der Schule, ja, bei Veranstaltungen, in der Kirche. Und die Kinder stark zu machen, dass sie sagen, dass sie es nicken, aber in Wirklichkeit wissen, okay, ich weiß, dass es nicht so ist. Ich weiß auch, dass ich das wahrscheinlich nicht äußern darf. Ich weiß auch, dass es falsch ist. Ich weiß aber, dass es in dem Fall möglicherweise der Weg ist, den ich eine Zeit lang gehen muss, weil ich keine Wahl habe, weil die Machtverhältnisse so verteilt sind, wie sie verteilt sind. Und ich mich taktisch verhalten muss. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Deshalb kann ich diese Tattelzwillinge wirklich für Kinder empfehlen, die Bücher. Und es ist auch für Erwachsene toll, das zu lesen. Und auch spannend, finde ich, mit den Kindern sowas durchzugehen. Und dann auf so eine spielerische Art und Weise auch die Situation jetzt vielleicht mal aufzugreifen. Meiner Tochter hat es gefallen. So. Ja, das war meine Buchvorstellung. Ich zeige euch nochmal kurz das Cover hier. Ja, da ist es, die Tattelzwillinge. Hannah Boybeck. Und da sieht man eben schon ein bisschen, worum es geht, nämlich Surfer mit einem Surfbrett. Ja, wie gesagt, kriegen kein Geld dafür. Ich mache es einfach, weil ich es cool finde und weil ich euch auch mal ein paar andere Aspekte bieten möchte, als diesen ganzen Mist, den ich wahrscheinlich im zweiten Video trotzdem noch verpacken werde, damit ihr informiert seid. Ja, ansonsten würde ich mich super freuen, wenn ihr den Kanal teilt, wenn ihr den Zweitkanal Wanderwolf aufsucht, wenn ihr in die Webinargruppe Wanderers Webinare kommt. Dort werde ich, wie gesagt, Informationen über Webinare rausgeben, die ich plane für Ende November und Dezember. Wobei es jetzt schon wieder knapp wird, ne? Ich bin schon wieder im November, aber ich arbeite so viel, das ist einfach, ist halt so. Ne? Bin ja selbstständig, habe es selber ausgesucht, selber schuld, hätte ich ja nicht machen müssen. Gut, und ja, ich bin auch auf Getter, ich bin auf Odyssey, auf Frei 3, also wäre toll, wenn ihr mir folgt. Und wie gesagt, teilen bitte, dass ich ein bisschen wachse. Abos geben und ja, kommentieren. Ich sage es jetzt in jedem Video dazu, weil immer neue dazukommen. Aber ein Großteil der Kommentare wird nie erscheinen, wenn ihr auf YouTube kommentiert. Es ist leider so. Ich weiß auch nicht warum. Es liegt nicht an mir. Ich lösche nie. Ich blockiere Trolle jetzt sehr rigoros. Das mache ich. Wer stänkert, fliegt sofort raus. Da bin ich jetzt wirklich rigoros. Das kann mir auch einer sagen, dass es irgendwie Zensur ist. Mit Latte. Ich lasse die Kommentare aber, wenn sie stehen, ich lösche sie nicht. Ja, also jeder kann das dann lesen, aber ich blockiere die Leute, wenn sie mit dumm kommen. Und wenn sie da Stunk machen, das mache ich ganz brutal. Sehe ich ehrlich gesagt als Notwehr an. Weil diese Trolle, die darauf kommen, die sind nur darauf ausgelegt, Energie zu fressen, zu spalten und Unsicherheiten reinzutragen. Die sind nicht an einer echten Diskussion interessiert. Wie dem auch sei, das war's von mir für dieses Video. Wir sehen uns vielleicht auf dem Zweitkanal heute noch. Ja, mal gucken. Ansonsten bleibt standhaft und bis bald.